Und wie man ist heutzutage als Barmann, ist man schon froh, wenn die Leute sich beim B-52 saufen, nicht selber abfackeln. Ist so, ihr lacht, ich habe als Barmann gearbeitet. Ich weiß, wie Menschenfleisch riecht, wenn es brennt. Ist so. Ist wirklich so. Der Mensch stellt das Denken ein. Es ist einfach so. Wir müssen darüber reden, der Mensch stellt das Denken ein. Der Wahl-O-Mat sagt dir, wenn du wählen sollst, Google sagt dir, was du eigentlich gerade eingeben willst, hier Eingabeaufforderung. Es gibt Babyflaschen mit Bluetooth. Ich habe versucht rauszufinden, wofür, keine Ahnung. Aber Bluetooth, geil, alles ist besser mit Bluetooth wahrscheinlich. Es gibt Kaffeemaschinen, wirklich unterschätzt, es gibt Kaffeemaschinen, die tracken nachts deine Augen und bestimmen dann, wie stark der Kaffee morgens ist. Und ey, was ich nicht will, ist morgens mit meiner scheiß Kaffeemaschine diskutieren. Ja, gut, ich schlafe, hier hast du so einen leichten Latte. Nein! Auf keinen Fall. Das Hirn tickt heute bei den Menschen einfach anders. Es ist in den vergangenen Jahren, es ist einfach, das menschliche Hirn ist viel aufnahmefähiger als früher. Aber es ist halt auch hochgradig inkontinent geworden. So manche Menschen sind in der Lage, ganze Genres einfach wegzumachen. So Politik, Naturwissenschaft, gelöscht. Und das gibt einfach total sinnlose Situationen dann zum Beispiel. 2014 im Sommer, ein kleines Beispiel dafür. 2014 im Sommer. Zwei Männer machen ein Selfie mit einem Elefanten. Sie wussten, wie man ein Foto schießt, sie wussten, wie man ein Foto bearbeitet, sie wussten, wie man es in die Cloud hochlegt, sie wussten, wie man Hashtags nutzt, sie wussten, wie man möglichst viele Besucher findet. Sie wussten nichts über wilde Elefanten. Beide sind tot. Es ist kein Witz. Es ist original so passiert. Oder guckt, wir brauchen doch gar nicht so weit gucken. Guck dir mal Deutsche Bahn an. Die Deutsche Bahn sagt dir heute, auf welcher Seite du aussteigen musst. Und zwar mit Angabe der Fahrtrichtung. Ich frage mich immer, wie lief das früher? Was war früher los an diesen Bahnhöfen? So, wahrscheinlich sind jeden Tag einfach 10 Leute irgendwie einfach gestorben. Auf der falschen Seite, Tür auf. So, Achtung, Achtung, ein Reinigungsteam, bitte zu Gleis 6, wir haben einen Falschaussteiger. Oder wie stelle ich mir das vor? Und dann kamen diese Durchsagen bei der Deutschen Bahn. Und damit wurde die natürliche Selektion gestört. Und darum, das ist meine These, laufen heutzutage so viele dumme Menschen in der Stadt rum. Vielen Dank!